schon ein anderer, so. Den man halt einziehen. Jetzt habe ich erstmal die Käferausrüstung an. Also was habe ich denn hier? Elfenshirt und eine Bienenhose. Pff. Es fängt an zu regnen. Flugzeug? Das brauche ich nicht. Das kann ich ja behalten. Hast du schon die Drachenstiefel? Nee, ich habe noch gar nichts. Und was ist dann der schwarze da? Was du das sind Bienenstiefel. Die Mana-Kerze kann erstmal weg. Das andere, ich weiß hier ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich mit dem ganzen Mist hier anfangen soll. Was soll ich mit der Pilzkerze machen? Und was soll ich denn bitte mit einer Pilzkerze hier unten anfangen? Außer, dass die mir und im Weg steht. Was soll ich mit deinem Erdwaffe anfangen? Haben wir noch eine Puppe frei? Nein, nicht abhauen. Ach Mann, ey. Was ist denn hier drin? Ah, die ist voll, die Kiste. Oh, nee. Das heißt, hier vorne stelle ich auch noch eine Puppe hin. Uhu, komm. Ey, da oben liegen Seelen. Du hast übrigens eine Puppe von mir, ne? Welche Puppe denn? Eine zum Anziehen hast du. Eine Schaufensterpuppe. Ja, das stimmt. Ist aber nicht schlimm. Ist alles okay? So. Wofür soll denn noch der Luftballon übrig sein? Soll ich den wegschmeißen? Wissen Sie, mit der Sake will sie auch nicht. Luftballon? Ich brauche ihn nicht. Dann kann ich ihn wegschmeißen, oder? Kann ich ihn wegschmeißen? Ja, hau ihn doch weg. Ich brauche den Luftballon nicht mehr. Und einen Schadenschlüssel. Na, dann mach das lieber in die Kisten. Das kannst du lieber in die Kisten machen. Das musst du jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Doch, ich brauche ich jetzt also runterkommen, als die Seelen da oben, hier oben einzusammeln. Ach, weil du bist schon. Du schmeißt einfach das wichtigste Zeug weg. Weil ihr Schlüssel brauchen wir doch keine mehr. So, wo ist denn jetzt hier die andere Waffe? Haben wir das? Schlüssel brauchen wir doch keine mehr. Ja, aber trotzdem, klar, naja gut, okay, hast recht, aber trotzdem. Kannst du einfach alles wegschmeißen. Wir haben doch aber noch genug hier. Ich brauche jetzt noch die, da ist er. 90 Schaden, 90 Schaden. 11, 13, 11, 13. Nehmen wir die hier. Toll, dann hast du Pech. Spring ich jetzt hinunter. Nehmen wir das mal, statt der Rasierfische. Die Rasierfische kann ich jetzt in die Kiste packen. Mehr hast du jetzt nicht. Jetzt bin ich runtergesprungen. So, und jetzt nehmen wir noch was nehme ich jetzt als Ausrüstung? Und hier ist noch der geschmolzene Helm, der hat drinnen gar nicht verloren. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um einen Boss zu rufen. Ich weiß schon. Wir brauchen viel mehr Schaufensterpuppen, ist dir das bewusst? Du, da kann ich. So, pass auf. Ich habe jetzt auch das. Abgestürzt. Spieß abgestürzt? Oder ist der Akku leer? Abgestürzt. Nur 50% habe ich noch. Jetzt brauche ich noch eine coole Sache hier. Plus 4% Schaden. Packen wir das hin? Oder was ist das hier? Kriege ich Trefferchance erhöht. Ach komm, Nehmen wir das mit rein. Komm. Komm, an den Start. Jawohl. Mal eben Karte speichern. So, jetzt willst du den Gegner rufen. Ja. Es ist schon spät. Dafür muss ich aber. Na, pass auf, genau. Bis du da bist, versuche ich mal Wasserkerzen zu verteilen. Ja, jawohl. Ich bin schon da. Pass auf, ich fahre mal in eine Kiste eine Schaufensterpuppe. Zum Beispiel in der hier. In der hier. Ja, okay. So, dann haben wir das noch. Schaufensterpuppe reingelegt. So, mal hier noch hin. Ja, du kannst, ich bin bereit. Ich renne nur noch schnell zur Arena. Naja, ich glaube, wir werden das jetzt nicht. Ich wollte eigentlich den Frostmond nochmal rufen, aber weißt du, was wir machen? Wir rufen den Kürbismond. Warum das? Na, ich will einfach nochmal. Hier muss man nochmal ein bisschen umbauen, dann. Das war ja aber offline. Mit den Wasserkerzen ist gar nicht so schlecht. Da rufen nämlich bestimmt der Gegner. Die kommen. Pass auf, jetzt rufen wir mal. Ich schau die Arena an. Beschwört den Kürbismond. So machen wir das einfach mal. So, jetzt will ich mal gucken, Arena, wie geil das jetzt eigentlich abgeht hier. Heilung habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht. Aber mega Schaden machen wir jetzt mit der Phleron. Die ist richtig genial. Oh, du hast die Arena angeschaltet. Sehr gut. Das habe ich bloß nicht mitgekriegt, ich Depp.
Problem ist jetzt, wie heile ich mich jetzt? Ich heile mich jetzt natürlich nicht Problem über den Gegner. Heilt nicht. Vielleicht sollten wir hier in der Arena auch mal noch pausende Kunden. Guck mal, einfach nur immer schön schießen. Die Luftballons, die sind so gut. Welle 2 kommt schon, ja. Ich muss mal schnell zu einem Haus, um meinen Schlüssel wegzupacken. Mach das. Na komm, tut er. Oh, Mist, ich bin, jetzt bin ich in die eigene Falle reingerannt. Ich hab das noch nicht mehr auf dem Schirm, ich hab schon wieder vergessen alles. Und damit Vogelscheuche, ich immer mal einen Schluck trinken jetzt, weil ich sonst. Wieso gehen die alle auf mich ab? Die gehen auf uns beide ab jetzt gleichermaßen. Geh nicht unter die Arena runter, das ist gefährlich. In der Nähe der Wasserkerzen spawnen immer Gegner, ne? Das sind ein paar mehr. Na gut, wir haben zum Glück die Herzen hier. Jetzt kommt der L3, Höhlenhund. Höhlenhund, genau. So, ein paar Herzen rausnehmen. Kommen hier überhaupt Herzen? Fallen nicht da unten drinnen rum? Guck mal, du siehst, na dolle Herzen kommen nicht. Aber guck mal, mit unserem Fleron hier sind wir echt stark. Cooles Teil. Die Falle hier an sich ist auch ganz cool. Und die Gegner schmeißen ja genug Herzen, sodass man eigentlich nicht wirklich Schaden nehmen kann. Ja, angeblich geht die Falle da unten mit den Bällen ganz gut. Aber immerhin die Arena mit den Herzstatuen ist ganz schlecht geworden jetzt. Echt? Da kommt kein Herz mehr rausgebimmelt. Oh. Das sag ich dir, klar, nein. Hier, guck mal, hier war so machen hier, dann ist das hier. Du brauchst ja nicht mal die Gegner treffen, du brauchst ja nicht mal in der Nähe sein. Das reicht ja, wenn du von. Oh. Die habe ich ja gar nicht mehr gerechnet hier. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Müssen wir es mal so machen. Oh, runtergefallen. Oh. Hier muss jetzt natürlich immer mal was trinken, das geht anders nicht. Weil man sich hier nicht selber hält, heilt. So. Vielleicht ist es natürlich cool, wenn die Drachenrüstung natürlich jetzt den Schaden, den man austeilt, auch gleich zur Heilung nimmt, dann ist man natürlich wirklich nicht mehr zu besiegen, ne? So, hier immer schön die. Ich hab schon ganz hier die schaurige immerhin schon mal den Helm bauen. Kannst du gerne auf eine Puppe das schaurige Ding draufstellen, wenn du möchtest. Hier schön Schaden, Schaden, Schaden. Hoppala, bin ich da reingefallen in die Falle. Welches schaurige Ding? Ja, deine schaurige Rüstung. Baust du einfach nochmal und stellst es auf die Puppe da vorne. Nein, die baue ich doch jetzt. Ich nehme da einfach den Helm raus, dann geht das. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich möchte aber den Helm behalten. Oh, es brennt hier. Was ist denn jetzt los? Ist der Kürbiskönig schon da oder nicht? Bei der 6 noch nicht. Der Kürbiskönig noch nicht. Doch dafür trauernd holst du jede Menge. Hier kommen wirklich keine Herzen mehr. Doch, hier ist noch ein Herz. Was denn? Das wird nicht, jetzt ist klar sterben. Oh. Und das ohne Heilung am Start, das ist ja ganz geil. Okay, mit der Fleron ist zwar ganz cool, aber nicht alles ist cool, was cool aussieht. Das war's schon. Und das Problem ist jetzt nämlich, wie heilt man sich jetzt hier am besten, wenn man. Also man ist schon mit diesen. Als Magier ist man besser dran, muss man ehrlich sagen. Weil man den Schaden, den man austeilt, natürlich gleich für sich selbst nutzt. Als Heilung. Ich hab ihn besiegt! Super gemacht. Die ersten sammle ich mir ein, jetzt bin ich auch schon fast gesund. Die Krankenschwester, die braucht man halt hier. Oh, was habe ich da eingesammelt? Schauriger Panzer oder irgendwie sowas. Schauriger Panzer? Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Hier gibt's Auge. Das mit der da kommt er schon wieder. Da kommt er doch schon. Der Kürbismond gibt der eben die Bälle da unten richtig Schaden. Schau mal hier, ich besiege ihn kaum. Der ist total schwer, ne? Und vor allem, wenn du den immer so wegziehst, das ist wie mit Skeletron, wenn du den immer da hochlockst. Ja, guck mal, ich besiege den immer mit meinem Fleron. Der nächste kommt. Den besiege ich auch nur. Wir müssen eigentlich nur weit wegbleiben und Blubberblasen machen. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Die Nacht ist schon vorbei. So, ich mach mal die Hannoveraner Dings da aus. So, jetzt guck ich mal, was ich da eingesammelt habe. Guck mal, ich hab noch ein Sohn-Ding. Willst du das haben? Eine Kiste, was hast du da? Nee, das brauche ich nicht. Kannst du in den Müll schmeißen. Ey, was hab ich
habe ich hier für ein doofes Ding eingesammelt? Ich habe einen Käferpanzer eingesammelt. Warum habe ich einen Käferpanzer? Du hast, was hast du? Vogelscheuchenhut. Passt zu dir. Den kann ich wegschmeißen, den brauchen wir nicht. Wieso habe ich denn da Käferpanzer eingesammelt? Den brauche ich nicht, oder? Nö. Da sitzt man aber ungemütlich so auf dem Fußboden, wa? Den brauche ich nicht, oder? Nö. Was für ein Helm? Den Vogelscheuchen. Vogelscheuchenhut. Sieht nur cool aus, denke ich mal. Gib mir mein ganzes schauriges Holz, dann könnte ich dir noch, daraus können wir noch weitere Schaufensterpuppen bauen, weißt du das? Was viel wichtiger ist, ist die Rüstung. Die ist Rüstung. Die Rüstung ist wichtiger. Ja, die hält 29 und 100 aus. Okay, mir gefällt das so nicht. Ich möchte gerne weiter Magier sein. Mir gefällt das so nicht, ja. Hat mir gar nicht gefallen jetzt dieser Kampf hier. Das war. Ja. Und was noch viel besser ist, die Kerzen sorgen nicht nur für Gegner. Sie sorgen auch, dass die Nacht schneller vorbeigeht. Nee, das stimmt gar nicht. Hast du voll erfunden jetzt gerade? Jetzt kann ich dir nur noch das Hemd und die Hosenmauer. So, ich ziehe jetzt dem die Rüstung wieder an hier. Mir haben auch die Stiefel gefehlt. Was ist denn da passiert? Wir haben auch die Stiefel gefehlt. Ich habe ohne Stiefel gekämpft. Hä? Alter, was ist hier los? Hier geht ja gar nicht mehr richtig. So. Ich will jetzt die Geisterrüstung wieder haben. Das haben wir jetzt hier eingesammelt. Ich will alles los, weil ich nicht mehr brauche hier. Natursteine. Ist das was Natur? Malta. Hier, Sterne. Brauche ich nicht. Eine Kiste. Packe ich mir mal noch hier oben mit dazu. Beziehungsweise die stelle ich jetzt mal einfach hier so hin. Und dann mach mal hier noch eine Puppe hin. Können wir noch eine Puppe bauen? Wir haben doch schon eine voll Magier, aber die nehme ich mir jetzt. Komm her hier. So. Und dann. So, jetzt komm mal hier, ich hab dir das Hemd gebaut. 84 Holz habe ich noch, aber reicht ja. Nee, den brauchen wir nicht. Käferhelm. In die Ausrüstung rein. Erstmal hier an den Start. Ich komme auch noch irgendwo hier. Ablegen. Das gleich mit dazu. Da haben wir noch ein. Ey, unter der Arena liegt ja gar nichts. Hab ich schon alles eingesammelt. Hast du schon gekriegt von mir? Das hast du schon gekriegt. Was ist das schon? So, dann komm mal her, ich geb dir das Hemd. Ich schenke dir das Hemd noch. Ich habe ja schon die komplette Rüstung an. Aber ich will doch gerne aussehen, wie du weißt schon wer. Für schon? Ja. Manu! Nein, okay, gib her die Rüstung. Hast du die Rüstung zusammen? Nee, mir fehlen bloß noch die Stiefel. Nur noch die Stiefel fehlen. Okay, wie viel Holz brauchst du denn noch dafür? 52. Und dann nehme ich den Rest. Gib her, schmeiß ihn mir hin. Okay. Und in der Zeit gucke ich gleich mal, wenn es jetzt hier alles neu geschaut hat. Ich möchte jetzt wissen, die Drachenrüstung. Was brauchen wir für die Drachenrüstung? Was müssen wir uns noch besorgen? Ja. Das kann weg hier. Hast du alles eingesammelt? Habe ich eingesammelt? Ich habe es noch nicht an. Ich habe es nicht eingesammelt. Doch. Nö. Doch. Ach so, hier. Das ist das. Hey, hattest du nicht noch mehr Holz oder was? Drei habe ich noch. Dann gib mir mal das. Kannst du haben? Ich habe noch keinen Kopf, keinen Hut bekommen. Der muss irgendwo in der Kiste gewesen sein. Welche denn? Den hattest du doch mal irgendwann abgelegt. Kannst du dich noch erinnern? Ach so, du hast recht. Hättest du den mal nicht weggelegt, dann hättest du ihn jetzt. Warte, bleibe ganz unruhig. Der ist hier irgendwo. Dann schau mal schön alle Kisten da durch. Wieso ich? Du kannst auch alle Kisten durchgucken. Das ist mir aber egal. Lass es einfach. Du hast ihn doch gebaut. Ja, ich habe ihn für dich gebaut, weil ich schon den Helm hatte da. Den Zinschein-Rolle von Nava brauchen wir nicht. Vorher der Klinge einfach Heiltränke. Wäre ganz gut gewesen. Ich habe keine Zeit jetzt für sowas. Ich muss jetzt die nehmen hier. Die nehmen wir jetzt hier. Bei Bedarf habe ich nicht noch eine bessere gehabt. Mal gucken. Die nehme ich wieder. Ja, dann ist es doch die. Habe ich nicht irgendwo schon eine verbesserte gehabt? Siehst du irgendwo eine verbesserte Mana-Blume? Ja, hier, plus 4% Schaden.
Und da packen wir das mal in die Kiste zurück und nehmen die rein. Wo sind die jetzt hin? Mana-Blume ausrüsten, bitte. Ich gebe dir das Holz jetzt. Danke. Und du musst mal gucken, wo du die hingepackt hast hier, die Maske. Ich habe sie nicht hingepackt. Du hast sie hingepackt. Ich habe sie dir doch bloß gegeben damals noch. Du hast sie dann weggepackt. Okay, dann finde ich sie irgendwo. Irgendwo in irgendeiner Kiste wird sie sein. Mal gucken ja, hier. Ja. Blablabla. Das ist nicht so einfach mit dir. Du baust immer ein Zeug da rum und dann findet man es nicht mehr. Nee, du hast es doch weggepackt. Ich hab's dir doch durchgegeben. Wir müssen nur die Videos durchgucken. Da sehen wir das dann, wo ich es hingepackt habe. In irgendeinem Video sehen wir das. Das Blasengewehr. Ich behalte es auch mal. Das wollen wir auch so. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir würden jetzt nochmal gegen. Ich mache dann auch nochmal Pause. Und danach würde ich sagen, kämpfen wir mal gegen den Viehschron. Ja. Und ich will mal sagen, wenn wir den 1000 Mal haben, kämpfen wir gegen Guschle. Wir wollen ja die Flügel haben von dem. Wir wollen ja von dem die Flügel haben. Das ist ja was ganz Wichtiges. Die Flügel. Die sind mega schnell und die fliegen uns mega hoch. Genau. So, das heißt, ich gehe nochmal hier drüben gucken, ob hier vielleicht deine Supermaske irgendwo gelandet ist. Da kann es nicht sein. Meine Supermaske. Die ist einfach hier irgendwo mit reingerutscht. Das hier ist er nicht, ne? Das ist die Golemmaske. Was du alles weißt, Alter. Alter, ich weiß alle Masken. Ich weiß, wie alle Masken aussehen. Du bist schon Kunde. Pass mal auf, du musst jetzt auch umziehen. Du musst deine Geisterrüstung anziehen. Ansonsten, weil ich habe jetzt die Geisterrüstung wieder an. Hoffentlich komplett, ja. Mhm. Weil sonst greifen dich alle Gegner an. Hier ist nochmal Wolf. Aber es sind die kaum hier, du Dummkopf hier. Hör doch auf, ey, klar. Hier sind überall so Teile davon noch rumliegen. Hier ist auch der Helm. Wo bist du? Hier unten? In welcher Kiste ist er? In irgendeine goldene. Ach, dann ist es die hier. Die ist nicht golden. Hä? In irgendeiner, wo du das drauf gedrückt hast. Du musst doch wissen, wo du drauf gedrückt hast. Das hier musst du dir anziehen, ja? Das ist schon mal wichtig. Mhm. So. Ey, war das nicht von dem Drachen oder hat du, Spatzel. Ey, wo ist er denn jetzt, die Maske? Hier. Da. Na bitte, geht doch. Das musst du dir auch anziehen, das musst du dir anziehen, das musst du dir anziehen, okay? Beides anziehen. Hochwichtig. Wieso habe ich jetzt die Maske Im Kopf? Oh Mann. So, weil du es dir gewünscht hast, setze ich mir die jetzt, auf den Kopf. Das sehe ich super geil aus. Da fehlt dir nur noch die Stiefel. Gut, kann ich mit leben. So, machen wir erstmal einen Aufnahmestopp und dann sehen wir uns im nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ich packe jetzt mal in die Kiste und nehme mir den dafür.